Nun kommen wir zur Zwischenablage. Diese ist natürlich auch sehr hilfreich mit dem Arbeiten von Excel. Und zwar gibt es im Menüpunkt Start unter der Zwischenablage ein kleines Symbol. Wenn ich darauf klicke, habe ich nun ein weiteres Menüfenster. Und wenn ich darin nun beispielsweise diesen gesamten Datenbereich mit Steuerung C kopiere, kann ich diesen beliebig durch das Klicken einfügen. Ich kann auch die Zwischenablage löschen, dann ist dieser leer und kann wieder auch neue Zwischenablagen einfügen. Ich kann auch mehrere, zum Beispiel habe ich diesen Datensatz jetzt kopiert und in die Zwischenablage eingefügt, und ich kann auch die gesamte Tabelle als Zwischenablage einfügen, aber bei Selektion kann ich nun unterscheiden, ob ich diesen Datensatz mehrfach einfach ausführen möchte oder auch die gesamte Tabelle. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Zwischenablage für wiederholende Vorgänge sehr gut die Effizienz erhöhen. Kommen wir nun zum letzten.